Wusstest du, dass Fastfood-Ketten für ihre Herstellung von Fritten und Co. unter anderem dieselbe Phenolsäure verwenden, die man auch für die Herstellung von Biodiesel nutzt? Eine weitere Zutat ist das Silikon-PDMS, welches auch für den Glanzeffekt bei Haarpflegeprodukten und sogar als Gleitbeschichtung für Kondome verwendet wird. Außerdem gibt's noch eine gute Brise Phosphor, welches mit Allergien, Hyperaktivität und Knochenschwund in Verbindung gebracht wird. Lass es dir mal schön schmecken, würde ich sagen. Das Problem hier ist, dass hochmodifizierte Nahrung, wie sie bei Fastfood gang und gäbe ist, in Zusammenhang mit Potenzstörungen inklusive mangelndes Stehvermögen gebracht wird. Die sogenannten Transfettsäuren beispielsweise, auf die Schnellrestaurants quasi angewiesen sind, die behindern laut Ärzten sogar aktiv die Produktion von Testosteron. Verarbeitete Nahrung tauscht quasi Vitamine mit Chemikalien aus und die sind alles andere als gut für die Performance deines Generalissimus. Ein wertvolles Vitamin, welches bei unserer modernen Ernährung immer mehr abnimmt, ist beispielsweise Vitamin E, auch Tocopherol genannt, was aus dem Griechischen kommt und wörtlich ein Kind zeugen bedeutet. Erstklassige Quellen für diesen Stoff sind die tierischen Produkte Eigelb und Butterfett, die ja auch diffamiert werden, wo man nur kann. Apropos Schnellrestaurants. Um die Hygiene bei den allseits so beliebten Dönerläden ist es ganz offenbar nicht zum allerbesten bestellt. Bei Untersuchungen in der Schweiz und Österreich, da fand man unlängst heraus, dass dortige Döner offenbar gerammelt voll mit Fäkalbakterien sind. Bei jedem zweiten Orient-Imbiss überstiegen die Werte der Darmbakterien die Toleranzgrenze erheblich, teilweise sogar um das Siebenfache. Lecco mio. Der zweite Aspekt, der dein Stehvermögen arg in Mitleidenschaft ziehen kann, sind Mikroplastik und Umwelthormone, vor allem in Ernährung und Kosmetikartikeln. Zu dem großen, aber wenig beachteten Thema hormonaktive Stoffe, auch endokrine Substanzen genannt, habe ich ja schon einige Videos gemacht, aber der Einfluss auf deine Testosteronwerte und damit deine Libido, deine Zeugungskraft und auch deine Stehkraft, der ist nach wie vor vollends unterschätzt. Wo und in welchen Stoffen bzw. verarbeiteten Lebensmitteln du diese Umwelthormone vorfindest, das lässt sich recht leicht im Netz herausfinden und ja, jeder Mann, der Stehkraft und gesunde Testowerte haben will bzw. behalten will, der kann und sollte hier unbedingt selbst entsprechende Recherchen anstellen. Wenn du eine richtig solide Anleitung für maximale Manneskraft willst, dann kann ich dir das UMK-Programm empfehlen, das als das Beste im deutschsprachigen Raum gilt. Bereitgestellt werden hier sachliche und seriöse Informationen in Form eines Videoleitfadens und Inhalte sind wie gesagt die Steigerung des Stehvermögens, die volle Kontrolle über den Zeitpunkt deines Ergusses und sogar das Phänomen von mehreren Höhepunkten für den Mann während einem Liebesspiel. Sieh dir gern die Videopräsentation an, wenn du magst. Der Link ist wie immer gleich unter dem Video. Der dritte Weg, um deinem Stehvermögen ordentlich Schaden zuzufügen, ist es, immer größere Mengen an Zucker zu konsumieren. Das ist wie angedeutet ohnehin schon ein riesiges Problem, da unsere Ernährung gerammelt voll mit Industriezucker ist. Und zwar besonders dort, wo es die meisten eben kaum vermuten würden. Ich rede hier von Fertignahrung aus dem Supermarkt, genauso von verarbeiteten Wurstwaren und nicht zuletzt auch von Limonaden inklusive Bier, Wein und Energydrinks. Die Blutzuckerwerte sind im Prinzip bei fast allen zu hoch und laut dieser Statistik hier wird Diabetes sogar zu 30% für Erektionsstörungen verantwortlich gemacht. Erhöhte Blutzuckerwerte schädigen nämlich zum einen die Blutgefäße und damit die Durchblutung und zum zweiten geht eine falsch behandelte oder nicht erkannte Blutzuckererkrankung mit dem Verlust an Nervenfasern einher. Und wer glaubt, mit blutzuckersenkenden Medikamenten das Problem lösen zu können, der irrt sich. Nicht selten erreicht er dabei nämlich genau das Gegenteil und eine Verschlimmerung des Problems. Das vierte Problem, das den meisten Männern nicht so wirklich bewusst oder bekannt ist, sind sitzende Tätigkeiten oder allgemein ein sitzender Lebenswandel.
Das ist ja ganz klar auch ein Zeitgeistproblem hier, denn immer mehr Männer arbeiten im Dienstleistungssektor und immer weniger gehen einer physischen Arbeit in ihrem Beruf nach. Man könnte auch sagen, durch Digitalisierung, durch Bequemlichkeit und durch die Knopfdruckmentalität geht es mit den Testosteronwerten und dem Stehvermögen zwangsläufig bergab. Natürlich steht all das in direktem Zusammenhang mit Übergewicht, mit Arterienverkalkung und damit zu wenig Blutzirkulation, was logischerweise seinen Tribut zollen muss. Sitzende Tätigkeiten sind nicht gut für den Körper. Du brauchst zumindest einen Ausgleich in Form einer anspruchsvollen Fitnessroutine, die fest in deinem Alltag integriert ist. Das ist absolut das Mindeste. Was auch gut ist, ist zusätzlich noch Beckenbodentraining für deinen PC-Muskel. Auch das ist ja mittlerweile in der konventionellen Medizin angekommen und anerkannt. Der letzte Aspekt, bei dem du sehr vorsichtig sein willst, ist Nahrungsergänzung. Dieser Punkt schließt ja direkt an die heutige Bequemlichkeit und den Impuls nach schnellen Lösungen an, ohne dafür eben einen Finger krumm zu machen. Der Supplementemarkt ist ein gigantischer geworden und zu viele Leute sehen in Pillen ein Allheilmittel. Ich meine, allein in Deutschland werden aktuell 180.000 Tonnen davon pro Jahr hergestellt. Ein Problem hier sind ja nicht zuletzt die vielen schwarzen Schafe auf dem Markt, deren Inhaltsstoffe eben dann doch nicht rein natürlich sind und nicht wenige davon sogar das Gegenteil vom gewünschten Effekt bewirken können. Bevor du also irgendwas in dich reinwirfst, solltest du Recherchen anstellen und vor allem dich niemals allein auf Supplemente verlassen. Ein gutes Mittel, von dem ich sehr viel Gutes gehört habe und auch schon richtig gute Rückmeldungen von meinen Abonnenten bekommen habe, sind die Maca-Kapseln von Naturtreu. Hier kommt alles aus kontrollierter Herstellung mit nachvollziehbaren Inhaltsstoffen und die Wirkung ist auch da. Der Link ist auch unten in der Beschreibung. Dennoch aber würde ich mich nie ganz drauf verlassen und die anderen genannten Punkte, also gerade die schädlichen Zivilisationseinflüsse, die du unschädlich machen solltest, die sind logischerweise die wichtigeren. Wirf aber wie gesagt auch gerne einen Blick auf das UMK-Programm, erzähl es mir, wenn du eigene Erfahrungen zum Thema hast und mach den Daumen hoch, wenn du was mitnehmen konntest.